Hallo liebe User von motorsportmagazin.com, herzlich willkommen zur ersten MotoGP-Rennanalyse der Saison. Michael, du warst für uns in Katar, bist frisch zurück aus der Wüste. Welche Eindrücke hast du mitgebracht aus dem Wüstenstaat Katar für uns? Ja, ich glaube, man braucht nur aufs Ergebnis zu schauen. Es ist die knappste MotoGP aller Zeiten. Ich glaube, das kann man ohne weiteres so sagen. Die Top 15 waren in keinem Rennen der MotoGP nur durch so einen knappen Abstand getrennt. Wir haben den engsten Zieleinlauf zwischen P1 und P2 gehabt, den es je in Katar gegeben hat. Ich glaube, wem dieses Rennen nicht Lust auf mehr gemacht hat, der ist in der MotoGP falsch aufgehoben. Absolut. Absoluter Thriller zum Saisonauftakt. Eigentlich eine Kopie des Rennens im Vorjahr. Wieder der große Showdown, letzte Kurve, Andrea Dovizioso gegen Marquez. Eigentlich das exakt gleiche Manöver. Wieder Sieger Andrea Dovizioso, wieder eiskalt Marc Marquez ins Leere laufen lassen, ausbeschleunigt auf der Zielgeraden. Geniales Finale, oder? Sensationell, man kann es nicht anders sagen. Aber auch vielleicht ein bisschen wie erwartet, denn Dovizioso ist schon bei den Tests in Katar, weil er einfach so souverän, obwohl er nie in den Zeitlisten irgendwie vorne war, aber Ducati hat diese wichtige Abstimmungsarbeit für das Rennen schon gemacht und auch an diesem Wochenende war er in den Trainings jetzt nicht super auffällig, aber alles für das Rennen hingemacht und dass so ein Manöver dann noch in der letzten Kurve, muss man ja sagen, so richtig funktioniert und er den Marquez eigentlich wieder auflaufen hat lassen, denn der hat wieder mit der Brechstange wieder einmal in der letzten Kurve versucht und Dovizioso war wieder der coolere, überlegtere, der sich der Marquez aussteigen hat lassen in der letzten Kurve, könnte man fast so sagen, und dann den Sieg sich letzten Endes wieder geschnappt hat. Ich habe auch auf ihn gewettet in unserem kleinen Tippspiel und damit, ja, danke an alle, die auf ihn alles gewettet haben. Er hat es richtig angesprochen, er hat es selbst gesagt, er hat, wie sie im Fußball würde man sagen, Übersteiger gemacht, einfach angedeutet, ich ziehe rein, Marc Marquez musste die Bremse lösen, ist gerade ausgeschossen. Somit war ein leichtes Spiel für Andrea Dovizioso auf der Startzielgeraden. Generell muss man sagen, natürlich Andrea Dovizioso mit sehr gutem Rüstzeug ausgestattet in Katar. Drittlängste Gerade der Saison, 1068 Meter, glaube ich, sind es da Startzielgerade runter. Mit der Ducati-Bauer, da hat er natürlich vor allem gegen Suzuki-Pilot Alex Rins, der am Anfang auch vorne mitgemischt hat, oft geführt hat, auch natürlich leichtes Spiel auf der Startzielgeraden. Ja, aber bei dem Rennverlauf, es hat ja lange nach einer riesigen Spitzengruppe ausgesehen, auch aber, weil das Tempo nicht allzu hoch war. Also Paul Espargaró hat es ganz gut gesagt, er war überrascht, dass er so gut auf der KTM zu Beginn mithalten konnte. Ja, nur Espargaró war schon hier so am Anschlag und vorne wurde natürlich ein bisschen taktiert. Das war auch, also ich habe mit Alex Rins nach dem Rennen dann gesprochen, das war dem auch ein bisschen ein Dorn im Auge, weil er hätte eigentlich schneller gekonnt, aber dann waren immer wieder Leute vor ihm, die eine bessere, schönere Linie blockiert hatten und wie du schon angesprochen hast, der ist auf der Geraden komplett verhungert, also dem sind sie links und rechts um die Ohren rumgezogen. Dovizioso war da oft schon bei Hälfte der Gerade an ihm vorbei, obwohl er in der letzten Kurve noch hinter ihm war. Der war ein bisschen enttäuscht, weil diesen taktischen Spielchen, die Marquez und Dovizioso perfekt drauf haben, haben ihn so ein bisschen in der ersten Rennhälfte alt aussehen lassen und dadurch wurde diese Gruppe so lange zusammengehalten. Ja. Da zahlt der junge Alex Rins natürlich auch noch Lehrgeld, muss man sagen. Andrea Dovizioso hat es im Anschluss ans Rennen ganz, ganz eindeutig erklärt, dass sein Rennplan war eben das, wenn es einen Ausreißer gibt oder jemand, der ausreißen möchte, Alex Rins war es in diesem Fall, den sofort stoppen, weil wenn das Tempo zu Beginn hoch ist, dann hat man am Ende Probleme mit dem Reifenverschleiß, haben alle Probleme mit dem Reifenverschleiß. Andrea Dovizioso wusste, er braucht in der Endphase des Rennens, braucht er die Stärke seiner Ducati, die gute Beschleunigung und den guten Topspeed und dafür braucht er guten Grip am Hinterrad, sonst kann er Marc Marquez nicht schlagen. Darum hat er das Tempo niedrig gehalten, hat den Reifen super eingeteilt, man hat es in der letzten Runde eigentlich beim Zusehen ganz klar gesehen, Marc Marquez war mit den Reifen voll am Limit, also ich nur noch gerutscht, Andrea Dovizioso konnte das sauber durchfahren, hat sich die Reifen viel besser einteilen können. Wieder einmal, auch das wieder ist einmal. Schon eine der großen Tugenden von ihm, so aus den letzten 2 bis 2,5 Jahren. Absolut, also taktische Meisterleistung von Andrea Dovizioso und dann eben auch mit Köpfchen in der letzten Kurve, aber super Rennen auch von Marc Marquez, muss man sagen. Auf jeden Fall und wer natürlich auch ein Taktikfuchs in dem Fall wieder war, das Yamaha-Duell Valentino Rossi gegen Maverick Vinales hat bis zum Rennstart am Sonntag so ausgesehen, als würde der Vinales Rossi in der Pfeife rauchen an diesem Wochenende und eine Dreiviertelstunde später hat Rossi den Vinales in der Pfeife geraucht. Rossi Fünfter, nur muss ich schauen. Ich glaube, 6 Zehntelsekunden. 6 Zehntel, glaube ich, waren es, genau, oder? Ja, gleich
10, 6, genau, 6 Zehntel Sekunden. Von Platz 14 gestartet und Mary Kyliales von der Pole Position gestartet auf Platz 7. Also vollkommen in die gegenseitige Richtungen gegangen, die Rennen. Aber eben, was wir schon oft gesehen haben, ganz lustig ja auch am Donnerstag, Mary Kyliales wurde gefragt in der Pressekonferenz, wenn er einen Fahrer fragen könnte, irgendein Geheimnis, das er ihm verraten kann, hat er gemeint, kann ich es sofort sagen, ich möchte von Valentino wissen, wie er es macht, dass er am Sonntag immer diesen Sprung nach vorne macht. Es ist wieder mal gelungen, Valentino Rossi nach einem größtenteils desaströsen Wochenende. Er war letzter Yamaha-Pilot, er ist im Grid als letzter von 4 Yamahas gestanden. Da war ein Quartararo vor ihm, da war ein Morbidelli vor ihm. Da dachte man schon, puh. Am Sonntag konnte er wieder was aus dem Hut zaubern und für Mary Kyliales ging es eben wieder mal, muss man auch sagen, genau in die entgegengesetzte Richtung. Super Qualifying und dann im Rennen, vor allem in der Startphase, kommt Kyliales einfach nicht auf Touren mit relativ kalten Reifen, sagen wir mal, mit viel Sprit an Bord. Erst von der Pole Position gestartet, nach 2 Kurven war er Sechster, dann ging es noch weiter nach hinten, am Ende konnte er sich noch auf Rang 7 wieder ein bisschen nach vorne kämpfen, aber das ist nicht das, was man sich von der Pole Position erwartet. Vor allem hat er ja auch gesagt, nach dem Rennen dann, ja, es fällt ihm mittlerweile, es geht, ist, die Yamaha ist im Aufwind, wenn er alleine fahren kann, wenn er seine Linie genau so durchziehen kann, aber sobald er Leute Vorsicht hat, mit der Linie nicht mehr so agieren kann, wie er will, weil von links einer kommt, weil von rechts einer kommt, weil sich einer in die Kurve reinbremst, dann sagt er, ist die Yamaha ein völlig anderes Motorrad für ihn, für Rossi anscheinend nicht, denn der schafft es dann, sich von Platz 14 da schnell mal in die Top 5 nach vorne zu fahren. Aber natürlich wieder unangenehme Situation für Yamaha, man war jetzt auch nur vierte Kraft im Endeffekt in Katar. Schlechteste Ergebnis für Valentino Rossi in Katar seit der Premiere auf Yamaha, wo er ausgefallen ist. Also da gibt es große Probleme, vor allem es gibt unterschiedliche Probleme. Mary Kyliales hat ganz andere Probleme als Valentino Rossi. Man muss wieder auf mehreren Baustellen parallel arbeiten. Das kennen wir eigentlich auch schon aus dem letzten Jahr. Von dem her Yamaha schlechter aufgestellt, auf jeden Fall als Ducati, auf jeden Fall als Honda, muss man sagen. Und auch als Suzuki, muss man sagen, weil Suzuki, wir haben es angesprochen, auf den Geraden chancenlos, aber nicht jede Strecke hat so eine lange Gerade wie Katar. Und in den Kurven war die Suzuki, vor allem in den Händen von Alex Rins, überragend an diesem Wochenende. Andrea Dovizioso hat nach dem Rennen gemeint, der Kurvenspeed, den Rins hatte, der war für uns schon richtig peinlich. So schnell war der. Ich habe es mir angesehen, Rennanalyse habe ich gemacht. Im dritten Sektor, der eigentlich rein aus dem Kurvengeschlängel besteht, hat Alex Rins Dovizioso 4 Zehntelsekunden abgeknöpft auf, ich glaube, 28 Fahrsekunden. Also das ist eine richtige Ansage. Auf engen kurvigeren Strecken wie HRS zum Beispiel, also da muss man sicher Suzuki ganz groß auf der Rechnung haben, auch für die Rennsiege. Auf jeden Fall, ja. Beeindruckend auch, was der zweite Suzuki-Pilot gemacht hat, Juan Mir. Der ist in der Startphase voll vorne mitgefahren, war, glaube ich, auf Platz 4 zwischenzeitlich, vor seinem Teamkollegen Alex Rins. Im ersten MotoGP-Rennen ist er ein bisschen zurückgefallen auf Platz 8, aber die Erfahrungen, die er da gesammelt hat, wenn man gegen einen Marquez, einen Dovizioso, einen Rins, einen Rossi kämpft, das sind Erfahrungen, die, glaube ich, unglaublich wertvoll sein können für ihn. Ja, und vor allem, man muss jetzt der Vergleich mit Rins ist zwar jetzt schön und gut, aber das darf man eigentlich noch gar nicht machen. Der fährt hier sein erstes MotoGP-Rennen, der liebe Juan Mir. Der Vergleich mit den anderen Rookies, da schaut er noch besser aus. Quartararo am Start einen Fehler gemacht, die Maschine abgewürgt, hat er ganz offen zugestanden. Miguel Oliveira wollte mit den großen KTM-Jungs Espargaro und Zarco mitfahren, hat den Reifen komplett verheizt, hat gesagt am Ende, ich konnte nur noch schauen, wie die vor mir wegziehen. Das sind die Fehler, die man als Rookie eben macht. Pecco Bagnaia in der ersten Kurve im Mittelfeld ein bisschen aufgemischt worden. Irgendjemand hat Petrucci weit geschickt, der ist ihm gegen die Maschine gefahren. Da sind die Winglets abgerissen. Dann war das natürlich nicht mehr symmetrisch. Er hat gesagt, bei den Geraden, beim Anbremsen, das Motorrad das hat überhaupt nicht das gemacht mehr, was er wollte. Musste dann abstellen und Mir völlig schadlos sich gehalten. Auch das jetzt wieder etwas, das schon in den Wintertests gezeigt hat, dass er sehr souverän und erwachsen, wenn ich diesen Ausdruck jetzt benutzen darf, an diese Sache rangeht. Und ja, also so sehr wir letztes Jahr überrascht waren, als Suzuki den gleich mal unter Vertrag genommen hat, nach einer Handvoll Moto2-Rennen, so sehr ist jetzt eigentlich das fix, dass das ein guter Deal war für Privio. Ja, ich glaube, du hast das richtig angesprochen. Wie man es gesehen hat in den Testfahrten,
Bagnaia Quartararo haben für eine Menge Aufsehen gesorgt mit ihren tollen Zeiten in Sepang bzw. in Katar. Da hat keiner mehr über Juan Mir geredet eigentlich, aber der hat analytisch gearbeitet, hat sich auch im Laufe des Wochenendes stetig nach vorne getastet und ist im Rennen voll aufgegangen, der Plan. Und wie gesagt, der hat da richtig viel Erfahrung bereits im ersten MotoGP-Rennen gesammelt und das ist viel wert. Wobei Quartararo bis auf diesen Aussetzer mit am Start hat auch ein sensationelles Wochenende geliefert. Also zweite Startreihe für einen Mann, der eigentlich erst einen Sieg in der kompletten Weltmeisterschaft geholt hat. Ja, das ist schon nicht so schlecht. Also Daumen nach oben für Fabio Quartararo, auf jeden Fall. Ein Mann, über den wir aber noch sprechen müssen, ist natürlich Cale Crutchlow. Als Dritter auf dem Podium und eine Wahnsinnsleistung, wenn er einmal erzählt, dass eigentlich vor wenigen Wochen oder Anfang Dezember, Mitte Dezember noch nicht einmal klar war, ob er überhaupt aufgrund seiner schweren Fußverletzung fit wird für den Saisonstart. Genau. Es war noch nicht mal klar, ob er überhaupt wieder jemals normal gehen kann. Es war Anfang Dezember, stand immer noch in den Sternen. Ja. Er hat zwar gesagt, die Ärzte haben es mir versichert, aber er hat zwischenzeitlich selbst nicht mehr daran geglaubt. Er konnte zwar einigermaßen Radfahren, aber normales Gehen war absolut nicht möglich für ihn. Und dann wenige Monate später in Katar sich durchzusetzen gegen einen Rossi, gegen einen Vinales und wie sie alle heißen, und da aufs Podium zu fahren, das war eine absolut heroische Leistung von Cale Crutchlow, muss man sagen. Also Hut ab. Er hat seine Schwächen, er stürzt relativ oft, aber der Mann hat definitiv Cojones, der hat Mut und das muss man schon sagen, also da kann man nur den Hut davon ziehen. Mit ihm auf dem Podest hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Definitiv nicht. Also ja, die Fahrer haben gesagt, ja, es gibt hier 10 Piloten, die um das Podest kämpfen können. Das habe ich auch so gesehen und das hat man ja auch im Rennen lang gesehen, aber Crutch hatte ich da überhaupt nicht auf der Liste. Der war so angeschlagen bei den Wintertests noch, selbst Katar-Tests und Sepang-Tests sind für ihn richtig schlecht verlaufen. Er hat dann teilweise hat er sich nicht mal vor die Medien dann hingestellt, weil er da wahrscheinlich etwas ausfällig geworden wäre. Und ja, voll da und auch den lieben Lorenzo, der glaube ich bei Weitem nicht so angeschlagen ist wie Crutchlow aktuell mehr, ja, hat er da ganz schön stehen lassen. Auf jeden Fall. Kommen wir zum Abschluss vielleicht noch zu KTM. Joan Sarko beim KTM-Debüt ein 15. Platz, einen Punkt. Die letzten beiden Jahre hat Sarko jeweils geführt in Katar. Du hast am Sonntag dann noch mit KTM-Motorsport-Chef Pit Beirer gesprochen. Wie hat er die Situation, wie hat er das Rennwochenende von Joan Sarko in Katar analysiert? Ja, also man hat ja bei der Präsentation, auf der wir Mitte Februar waren von KTM, recht schöne Floskeln immer benutzt, aber nach dem Rennen waren dann die Gesichter bei KTM ganz schön lang und man hat da auch gar keinen Hehl daraus gemacht, dass es an der Box einige Male, Zitat Pit Beirer, eskaliert ist. Er hat aber gemeint, das war auch wichtig für beide Seiten, denn Sarko hat gesehen, okay, er muss auch an sich arbeiten. Also anscheinend hat er bislang immer das Motorrad ein bisschen verantwortlich gemacht. Sarko hat dann auch daraufhin gesagt, ja, ich habe jetzt gesehen, ich muss mit dem Material, das vorhanden ist, schauen, dass ich hier das Beste raushole. Man wird es jetzt nicht, jetzt kommen zwei Überserien, da wird man jetzt nicht das Rad neu erfinden. Und KTM ist, das hat man jetzt in Katar gesehen, eigentlich klar die Nummer 6 der Hersteller, weil Aprilia, Aleix Espargaró war sensationell unterwegs, also für Aprilia-Verhältnisse sensationell unterwegs, Qualifying, den direkten Einzug in das zweite Qualifying geschafft, Top 10 Platz am Ende und auch Andrea Iannone, so schlecht dessen Wintertests auch waren, wenn das Rennen ist, ist er da gewesen. Er hat Sarko geschlagen. Der erste Aprilia-Fahrer war vor dem ersten KTM-Fahrer. Der zweite Aprilia-Fahrer war vor dem zweitbesten KTM-Fahrer. Also das ist jetzt eine klare Nummer gewesen. Ja, und bei KTM muss man sich jetzt was überlegen. Da wird jetzt auch Dani Pedrosa an die Strecke geholt. Beirer hat gesagt, gemeinsam mit Kallio werden die jetzt so spätestens in Austin auch draußen an der Strecke in den Free Practices spotten, dass sie sehen, okay, wo müssen wir jetzt wirklich noch diese Zehntel raus? Das ist auch eine Rolle als Riding Coach quasi. So ein bisschen diese Riding Coach-Rolle auch. Es ist ja nicht viel, wie gesagt, das ist der knappste Zieleinlauf. KTM hat den Rückstand seiner besten Maschine im Vergleich zum Vorjahr mehr als halbiert, aber es hilft nichts, weil wenn die anderen auch schneller werden, wenn man den Rückstand aufholt, aber immer wieder einen neuen Rückstand bekommt, bleibt man trotzdem gleich weit hinten. Das ist das Problem, dass ich hier ein bisschen sehe. Also ein wenig erfolgreiches oder wenig erfreuliches Wochenende für KTM. Erfolgreich und erfreulich, aber sehr wohl das Moto2-Rennen aus deutschsprachiger Sicht. Zwei deutschsprachige Piloten auf dem Podium.
Tom Lüthi um wenige tausendstel Sekunden das Rennen gegen Sieger Lorenzo Baldassari verloren, aber einen zweiten Platz gewonnen, würde ich sagen, kann man sagen. Und Marcel Schröter auch noch im letzten Moment den dritten Platz zurückerobert. Also aus deutschsprachiger Sicht kann man, glaube ich, sagen, ein rundum gelungener Moto2-Auftakt. Ja, vor allem für die schwarzen Maschinen von Dynavolt Intec GP, da beide Piloten aufs Podium zu bringen. Im ersten Rennen mit den neuen Triumph-Motoren, ich glaube, das ist ja ganz wichtig. Man wusste ja bisher jetzt nicht, okay, wie wird das jetzt weitergehen? Wie verändert dieser Motor die Rennen? Wird das zwischen Kalex und KTM wieder ein Gleichauf-Duell werden? Welches Team kommt damit zurecht? Welches Team kommt damit überhaupt nicht zurecht? Ja, jetzt wissen wir einiges, noch nicht alles, weil Katar natürlich auch eine besondere Strecke immer wieder ist. Aber Tom Lüthi ist wieder voll da nach diesem komplett verhackten Jahr in der MotoGP, wo alles zusammenkam, was irgendwie schlecht war, ist er im ersten Rennen schon wieder voller Selbstvertrauen. Und das wird ihn jetzt auch aufbauen, glaube ich. Also das war auch wichtig, dass er gleich im ersten Rennen eine spitzenmäßige Leistung abbringt, denn wir wissen, was er in der Moto2 schon alles geleistet hat. Er ist da einer der Siegfahrer und hat das jetzt bewiesen, dass er das jetzt auch, obwohl der MotoGP-Flop da war, aber der überwunden ist und er jetzt auch damit wieder neu mitmischen wird. Und Marcel Schröter hat eigentlich diese konstante Leistungssteigerung, die jetzt seit eineinhalb Jahren sowas durchmacht, prolongiert mit dem nächsten Podestplatz. Es war ja erst der zweite Podestplatz in seiner Karriere, auch das darf man ja nicht als Selbstverständlichkeit annehmen. Und ja, diese Burschen sind gut gerüstet. Kalex ist gut gerüstet. KTM hat in Katar in der Moto2 ein bisschen schlecht ausgesehen. Definitiv, also da gibt es Aufholbedarf. Also es sieht definitiv so aus, als hätte Kalex den Umstieg auf Triumph deutlich besser geschafft. Hat natürlich auch immer noch den Vorteil, dass sie mehr Maschinen haben, mehr Daten gewinnen, die Entwicklung einfach vielleicht ein bisschen schneller vorantreiben können. Aber Brad Binder als bester KTM-Pilot war nur Zwölfter. Das ist Lukas Tulowitsch, deutscher Rookie, war drittbester KTM-Pilot, war aber nicht in den Punkten. Also da gibt es definitiv Aufholbedarf. Kommen wir vielleicht noch auf die restlichen deutschsprachigen Fahrer kurz zu sprechen. Wir haben ja bei diesem Rennen 6 deutschsprachige Fahrer am Start gehabt, 3 Schweizer, 3 Deutsche, Tom Lüthi haben angesprochen, Marcel Schröter haben angesprochen, dann haben wir Dominik Eggeter, Jesko Raffin aus der Schweiz und aus deutschsprachiger Sicht eben noch Lukas Tulowitsch und Philipp Oettl. Beginnen wir vielleicht kurz mit den Rookies, Lukas Tulowitsch, Philipp Oettl, für beide erste volle Saison in der Moto2, beide noch eher am hinteren Ende des Feldes. Du hast am Sonntag mit den beiden gesprochen, wie haben sie denn die ersten Einschätzungen preisgegeben? Ja, wer das Moto2-Rennen gesehen hat, Lukas Tulowitschs Rennen war eigentlich nach der ersten Kurve vorbei, denn da hat es einen von, ich glaube, Buhlegger hat den ausgelöst, einen Massensturz hinten gegeben, da mussten viele Piloten weit, Tulowitsch ist da ganz außen rum, war dann allerletzter im Feld, ja, und damit ist das Rennen im Grunde gelaufen. Er hat dann noch einige Leute überholt und dann ganz gute Leistungen gezeigt, aber ja, so einen Einstand will natürlich niemand, wenn du mal nach den ersten 5 Fahrsekunden in den Kies musst, kannst du das vergessen. Von dem her, er hat aber noch motiviert gewirkt und gesagt, okay, abhaken, ist passiert, ist ein Rennunfall, wird in der Moto2 immer wieder passieren. So viele Motore, dass so viele junge, ambitionierte Fahrer mit dem Messer zwischen den Zähnen, die da reingehen. Auch Buhlegger, ja, sein erstes Moto2-Rennen. Ja, da kann man aufbauen. Philipp Oettl war schon etwas weniger optimistisch. Also der hat noch Probleme, sich an diese KTM anzupassen. Aber auch sein Teamkollege Marco Bezzecchi letztes Jahr in der Moto3 um den WM-Titel voll mitgefightet. Auch dieses Jahr gestürzt. Jetzt ein bisschen humpelnd dann das Paddock verlassen. Mit Hervé Poncharal, dem Tech3-Teamchef, wo Oettl und Bezzecchi fahren, habe ich auch länger gesprochen. Der hat auch ganz klar gesagt, sie fahren beide noch nicht diesen Stil, den die Moto2 zu fahren ist. Es ist aber beiden bewusst, dass sie an sich selbst arbeiten müssen und eben so fahren müssen, wie dieses Motorrad es verlangt. Also die sind beide noch in der Moto3 eher verhaftet. Das wird wahrscheinlich ein längerer Prozess werden, dass sie sich da anpassen dran. Aber ja, wird schon werden. Aus Schweizer Sicht gibt es auch zu sagen, Jesko Raffin, ein ordentliches Rennen gefahren, ich glaube 14. Punkte geholt. Dominik Eggeter keine Punkte, wohl einen sehr guten Start hatte, der weit vorgekommen ist. Die MV Agusta, die braucht wohl noch einiges an Arbeit, hat auch nur 2 Motoren im Feld, also da liegt wohl noch einiges an Arbeit vor den Jungs bei MV Agusta. Kommen wir zum Motor 3 und da gibt es einen neuen Sieger. Kaito Toba, der erste japanische Sieger seit rund einer Dekade in der kleinsten Gasse, also wir mussten lange warten, unsere Freunde aus Japan. Wunderschönes Erfolgserlebnis für Toba und ich glaube generell, ein japanischer Erfolg ist für Motorradsport immer gut.
Ja, super, die armen japanischen Journalisten, die wir schon seit Jahren kennen haben. Vor allem, Kollege Akira, servus. Vor allem, wenn man daran denkt, wie in den 90ern japanische Piloten in den kleinsten Klassen eigentlich lange Zeit das Nonplusultra war. Also Rossi ist, glaube ich, in seiner Zeit überhaupt nur gegen Japaner da irgendwie vorne rumgefahren. Also das ist schon wichtig. Japan ist schon auch, was diese ganze Begeisterung betrifft. Also ich war jetzt bei den Tests in Sepang und beim Rennen in Katar und da sind überall Japaner an der Strecke. Ja, wen sollen die großartig anfeuern? Ich meine, ja, Nakagami in der MotoGP haben sie jetzt aber auch so die kleinste Klasse, die eben immer sehr japanisch geprägt war. Das hatten wir im letzten Jahrzehnt eigentlich überhaupt nicht mehr und das wäre schon wichtig. Er fährt ja auch für ein durch und durch japanisches Team, das Honda Team Asia, wo Hiroshi Aoyama, ehemaliger 250cc-Weltmeister und MotoGP-Fahrer, der hatte ja Freudentränen richtig in den Augen. Die sind aufgesprungen in der Box. Solche Emotionsausbrüche kennt man von Japanern kaum. Also da sieht man schon, wie wichtig dieser Sieg für die japanische Motorradnation war. Also würde mich schon freuen, wenn Toba das schafft, dass er tatsächlich irgendwie um den WM-Titel ein bisschen mitkämpfen kann, damit es nicht nur eine Sache zwischen Spanien und Italienern wird, denn das haben wir schon lange genug. Du sprichst es an, aber es sind wieder jede Menge starke, junge Spanier und Italiener. Da können noch so viel in die Moto2 aufsteigen. Es kommt immer wieder genug nach. Wenn wir das Rennen in Katar betrachten, muss man, denke ich, sagen, Lorenzo Dalla Porta bei den Testfahrten sehr starken Eindruck gemacht, jetzt auch im Rennen. Mein WM-Tipp? Nein, wenn ich das jetzt hier öffentlich machen darf. Nein, auch. Aaron Canet, sehr starken Eindruck gemacht. Der hat natürlich mit Max Biaggi und Peter Oetli im Team zwei sehr gute, sehr erfolgreiche Einflüsterer. Hierzu eine lustige Beobachtung aus dem Paddock. Sowohl das Biaggi-Team als auch das VR46 Moto3-Team mussten ja in diese Zelte ausweichen. Und da war die Box von Biaggi und von VR46 genau nebeneinander. Also ich hoffe, da wurde dazwischen eine Betonmauer eingezogen und nicht nur diese Aale-Dinger. Sonst hätte es da vielleicht schon krachen können. Definitiv. Andere Fahrer, über die wir vielleicht noch sprechen sollten. Einer ganz speziell, Romano Fenati, der geläuterte Rückkehrer, musste ja nach seinem Skandal im letzten Jahr, wo er in Misano Stefano Manzi an die Bremse gegriffen hat bei voller Fahrt, wurde erstmal suspendiert. Jetzt ist er zurück in der Moto3 mit seinem alten Team, mit dem Snipers-Team. Hat die Sperre abgesessen. Ist ein bärenstarkes Rennen gefahren, muss man sagen. War eigentlich lange Zeit Sieganwärter. Und dann irgendwie wieder ein klassischer Romano Fenati im Moment. Er hat dieses Mal nichts verbrochen. Er ist lediglich ein paar Mal ein bisschen von der Strecke rausgekommen. Und dann kommt dieses klassische Track Limits Warning auf dem Dashboard. Und Romano Fenati hat das irgendwie falsch verstanden. Es gab in diesem Rennen ja zum ersten Mal diese Long Lap Penalty, also in Kurve 6, eine Schleife außen herum durch den Notausgang quasi. Und wenn man eben wiederholt Track Limits missachtet hat und eben eine Strafe bekommt, dann musste man diese Schleife fahren. Romano Fenati hat man noch keine Strafe, es war nur die Verwarnung. Er hat das falsch verstanden, ist diese Runde gefahren, ich glaube ungefähr 1,5 Sekunden hat es gekostet, hat damit jegliche Chance auf den Sieg verspielt. Also da hat es jetzt vielleicht ein bisschen zu gut gemeint, lieber Romano. Ja, ich glaube, vielleicht ist er sich schon so schuldbewusst, dass er generell nach dem Why Always Me Prinzip dann schon diese Strafe abgesehen hat. Aber es zeigt mir einmal mehr, dass er einfach im Rennen unkonzentriert ist, vielleicht zu viel Rot sieht, eben jetzt nicht mitbekommt, okay, das ist nur eine Warnung, sondern gleich glaubt, okay, Strafe und ich fahre das jetzt. Das hat mir persönlich wieder gezeigt, dass man ihn in den Rennen nach wie vor unter Beobachtung halten muss, also eindeutig. Definitiv. Das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. In diesem Sinne verabschieden wir uns mit der ersten MotoGP-Rennanalyse der Saison 2019. In 3 Wochen geht es weiter, Argentinien Grand Prix. Da gab es im Vorjahr einiges zu diskutieren. Nach diesem Saisonauftakt, denke ich, können wir uns auch da wieder auf ein aufregendes Rennwochenende freuen. Bis dahin können wir euch nur empfehlen, ladet euch unsere App herunter für iOS und Android. Lest auf motorsportmagazin.com unsere Artikel, schaut euch die Bilder an, schaut euch unsere Videos an, lest die Ergebnisse nach, was auch immer. Bleibt uns gewogen. In diesem Sinne, bis Argentinien und ciao.